Bei uns ist jetzt Dirk Nockemann, einer der Spitzenkandidaten der AfD, erfolgreich heute Abend. Zunächst mal muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, vielen Dank. Was sind denn Ihre zentralen Anliegen nun in der Bürgerschaft? Wir haben das im Wahlkampf überdeutlich gemacht. Das sind zum einen die innere Sicherheit, zweitens das Thema Zuwanderung, drittens haben wir auch im Bereich der Bildungspolitik ganz konkrete Vorhaben. Zum Beispiel wollen wir Leistungszentren an den hamburgischen Gymnasien im Bereich der MINT-Fächer einrichten. Sie selber waren ja schon mal für die Schill-Partei in Hamburg aktiv, auch im Parlament. Wie viel Schill steckt denn noch in Ihrer Partei? Ich würde mal sagen, dass wir bei insgesamt 500 Parteimitgliedern der AfD überhaupt in gar keiner Weise irgendetwas Schill-lastiges bei uns haben. Es sind vielleicht 4, 5 oder 6 ehemalige Mitglieder der Schill-Partei noch dabei. Aber die AfD ist ein völlig anderes Konstrukt. Sie ist ein Konstrukt, das entstanden ist aus dem Protest gegen Euro, aus den Vertragsbrüchen im Bereich Maastricht-Vertrag. Und die innere Sicherheit ist dann später dazugekommen, hat aber absolut gar nichts mehr mit Schill zu tun, auch wenn die hamburgischen Medien permanent darauf herumreiten. Ja gut, aber inhaltlich gibt es ja gerade im Punkt innere Sicherheit doch einige Parallelen, oder? Der Bereich innere Sicherheit hat nun wesentlich nichts mit Schill zu tun, sondern der Bürger dieser Stadt hat einen Anspruch darauf, dass er sich zu jeder Tages- und Nachtzeit aus seinem Haus begeben kann, ohne Angst durch die Straßen zu gehen. Das ist eigentlich eine ganz normale Forderung, die sich zum Beispiel auch aus unserer Verfassung ergibt. Allgemeine Handlungsfreiheit ist nur dann möglich, wenn ich ohne Angst nach draußen gehen kann, ohne Angst vor Kriminalität. Kann es sein, dass die CDU durch ihren Kurs der liberalen Mitte, so ein liberaler Großstadtkurs, erst den Platz für die AfD gemacht hat? Die CDU hat ziemlich alle konservativen Themen aufgegeben, die wir jetzt aufgenommen haben. Familienpolitik, innere Sicherheit und Zuwanderung. Und die CDU hat sich in Hamburg selbst kastriert sozusagen. Wir werden hier in spätestens 2 Legislaturperioden die zentrale konservative Partei sein, werden die CDU insoweit ersetzt haben. Sie wollen die CDU ersetzen? In der Tat, so wie das zum Beispiel in Italien passiert. Die Christdemokraten haben sich dort ja auch selbst überlebt. Und wer wäre dann Ihr potenzieller Koalitionspartner? Sie können davon ausgehen, dass wir genau wie andere Parteien in Europa relativ stark werden. Und wir müssen nicht unbedingt in irgendeine Koalition eintreten, sondern allein die Tatsache, dass es die AfD dann in dieser Stärke geben wird, wird für die Altparteien Grund genug sein, über ihre unsinnige oder teilweise unsinnige Politik nachzudenken und dort auch umzusteuern. Nun haben Sie viele unerfahrene Leute in der Fraktion voraussichtlich, die müssen erstmal eine Runde lernen am Anfang, oder wie sehen Sie das? Also Lernen gehört ja zum täglichen Leben dazu und ich bin auch jemand, der gerne lernt. Wir haben vielleicht Kollegen, die in der Politik nicht ganz so erfahren sind, aber wir haben vielfach Menschen, die es sich zum Prinzip gemacht haben, zu lernen. Wir haben auch viele Professoren, viele Lehrer dabei. Das sind alle Leute, die mit Bildung umzugehen wissen. Herr Nockemann, Sie selber haben ja schon mehreren Parteien angehört. Ich glaube, der SPD, der CDU, Zentrumspartei hatten Sie mal einen Versuch gewagt. Wie sicher kann denn die AfD sein, dass Sie ihr erhalten bleiben? Wenn sich die AfD nicht maßgeblich in der Programmatik verändert, kann sie ganz sicher sein. Mein Wahlspruch ist, ändere die Politik und ändere nicht deine Meinung. Das heißt, ich habe meine Meinung von Anfang an beibehalten. Aber da sich die Parteien geändert haben, da die SPD nicht mehr die alte SPD ist, die Bildung durch oder Aufstieg durch Bildung will, die auch früher mal für innere Sicherheit gestanden hat, habe ich die SPD halt verlassen. Und die CDU habe ich verlassen, nachdem sie plötzlich über Nacht 150 Polizeistellen im Jahre 2005 abgebaut haben. Es war ja zu der Zeit, als Schill mit in Hamburg regiert hat, gab es in der Bürgerschaft ziemlich krawallige Debatten teilweise. Da gab es manchmal Situationen, wo das echt nicht mehr der parlamentarische Sprachgebrauch teilweise war. Glauben Sie, dass sowas jetzt wieder passieren kann? Nein, da bin ich ganz sicher. Wir werden allerdings im thematischen, im sachlichen Bereich hart argumentieren. Aber im Stil wird es so sein, wie es sich auch gehört. Allerdings werden wir niemals klein beigeben. Wie feiern Sie heute Abend und wo feiern Sie? Wir sind im Moment schon beim Feiern dabei, haben Sie vielleicht mitbekommen, über ARD und ZDF. Wir sind dort im Moment über 250 Parteimitglieder und Gäste und die Stimmung ist dort dem Anlass entsprechend ausgelassen und gut. Wo feiern Sie? Wir feiern im Rathaus, Parlament. Alles klar. Herzlichen Dank, Herr Nockemann. Dankeschön.